Alter, der nimmt mir meinen Scheiß weg. Ich töte ihn gleich. Dann viel Spaß noch, ja? Nee, alles gut. Dankeschön. So. Ich habe dem Typen jetzt mal schnell gesagt, dass ich hier ein bisschen aufnehme und er so ein bisschen alleine klarkommen will, weil er hatte geschrieben, dass er eine große Base hat und so weiter. Aber wir wollen uns ja erstmal alleine durchschlagen hier auf jeden Fall, bevor wir hier irgendwelche Bündnisse eingehen. Weil wir brauchen ja erstmal immer noch auf jeden Fall einen Platz. Einen Platz zum Bleiben. Aber es ist schon mal cool, dass man hier einen netten Herrn getroffen hat. Und nicht gleich irgendwelche Leute, die einen instant killen wollen. So, dann schauen wir mal. Gehen wir mal hier hoch. Vielleicht ist hier ein bisschen besser. Irgendwas zum Bauen brauchen wir. I need eat. Okay, dann essen wir mal ein bisschen was. Wir haben da genug. Von diesen ollen Abelsinen oder was das sein soll. So, bisschen Kalkstein. Dann wird es auch höchste Zeit auf jeden Fall, erstmal wieder was zu bauen. Vor allen Dingen eine Truhe, wo wir dann unsere Sachen reinlegen können, weil ich bin jetzt schon ziemlich überladen. Ich glaube, ich kann das auch gar nicht mehr. Doch, noch kann ich alles mitnehmen. Aber auf jeden Fall sind wir schon sehr, sehr, sehr voll. So, Alter, was geht denn da ab, Mann? Krass. Sonst würde ich mal fast sagen... Oh, scheiße, Alter. Hier schießt jemand. Da, Dr. Unbekannt wurde getötet von Wallace. Seht ihr es unten links? Das, und Dr. Unbekannt war ja der Typ, mit dem wir gerade geredet haben. Das heißt, hier rennt irgendwo ein Wahnsinniger rum, der einfach Leute abschießt wahrscheinlich. Weil Dr. Unbekannt war ja eigentlich nett zu uns zumindest. Deswegen denke ich mal, war er es zu ihm auch. Aber er wurde trotzdem getötet. Deswegen nehmen wir mal das hier noch schnell mit und dann laufen wir einfach mal weiter. Bevor wir noch abgeschossen werden. Weil das wäre sehr schade. Wir haben jetzt schon eigentlich gutes Zeug einstecken. Ich laufe mal schnell. Wir haben jetzt schon Patronen und so. Wir haben natürlich noch kein Gewehr oder sowas. Aber das wird ja noch kommen und dann haben wir auf jeden Fall schon Munition. Wallace hat ihn getötet. Okay. Vielleicht trifft man sich ja mal irgendwann. Und dann rächen wir Dr. Unbekannt. So. Oh, da vorne fährt ein Auto. Auch nicht schlecht. Das war vielleicht Wallace. Ich hab's nicht. Ich hab keine Ahnung. Hier unten lang laufen ist, glaube ich, auch nicht so gut, weil man da so gut gesehen wird. Ist gar nicht so einfach zum Anfang auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob ich da an dieser großen Base vorbeilaufen soll. Ich kann das hier halt alles noch nicht so gut einschätzen. Wie die Leute drauf sind und so. So, hier habe ich auf jeden Fall die Schüsse gehört. Okay, ich sehe zumindest niemanden. Wir laufen einfach hier weiter. Wow, krasses Teil, Alter. Lag. Vielleicht sollte ich da wirklich nicht langlaufen. Ich weiß es nicht. Ich würde schon gerne irgendwie auf dem Berg. Alter, Unbekannt wurde schon wieder getötet von Wallace. Krass.
Laufen wir jetzt mal einfach hier lang. Scheißegal. Irgendwas höre ich hier schon wieder. Da oben wird auf jeden Fall aufgebaut. Schon auf jeden Fall krass aufregend hier. Alter, die ganzen Berge sind zugebaut. Keine Chance hier. Wo bleiben wir denn erstmal? Hallo? Laufen wir mal darüber. Schauen wir mal da. Du, 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 du. I'm so hungry. Ey, auch zugebaut. Aber wie? Wie fehlt das Fundament oder was? Das wurde anscheinend schon alles zerstört. Ich habe einen Bogen gehört. Irgendjemand schießt hier mit Bogen. Ist hier noch irgendwas drin? Nö. Okay, wir laufen mal weiter. Okay, da ist wieder die Riesenbase. Bloß nicht so weit runterfallen. Oder baue ich hier erstmal einfach irgendeine kleine Fläche, nur dass wir erstmal vier Wände haben und eine Truhe. Ich weiß es noch gar nicht. Da vorne ist Kalkstein. Komm, wir bauen einfach mal. Oder vielleicht hier oben. Hier ist doch ganz in Ordnung. So ein kleines Ding. Schauen wir mal. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? Doch. So, dann müssen wir uns auf jeden Fall eine Werkbank herstellen, um dann einen Bauhammer herzustellen, damit wir auch schön bauen können. Das ist natürlich wichtig. Bams. So. Sehr gut. Also. Dann schauen wir mal. Handwerk. Werkbank. Brauchen wir nur Holz? Alter, jetzt haben wir nicht mehr genug Holz. Uns fehlt zweimal Holz. Das ist natürlich doof. Weil hier oben auf dem Berg gibt es sicherlich kein Holz. Das heißt, hier müssen wir schnell runterlaufen. Und ich hoffe, wir kommen lebendig wieder zurück. Ui, ui, ui. Ganz schön aufregend hier. So, hier ist auch eine kleine Hütte. Holz, Holz. Ich brauche nur einen kleinen Ast. Aber wenn man einen braucht, ist natürlich keiner da. Ganz typisch. Okay, hier ist eine Werkbank. Aber es bringt uns erstmal auch nichts. Könnten natürlich Bauhammer, müssen wir mal schauen. Werkzeuge. Bauhammer. Ah, da brauchen wir noch diesen Kram. Bernstein. Ich weiß es gar nicht. Ah, haben wir ja sogar 15. Sehr cool. Ah, Metall auch. Okay, da müssen wir sowieso erstmal ein Lagerfeuer bauen und unser Metall schmelzen. Haben wir ja hier. Eisenerz 63. Okay. Aber erstmal baue ich noch Holz. Ich will nämlich eine Werkbank auch da oben haben. Und das hier müsste Kohle sein. Habe ich hier schon irgendwo Kohle?
Nee. Ich hau mal die Baumrinde raus, damit ich Kohle mitnehmen kann. Weil das brauchen wir denn, ja? Um Eisen zu schmelzen. So, sehr gut. Brauche ich bloß noch ein bisschen Holz jetzt. Hier wird ja wohl irgendwo mal so ein blöder Ast rumliegen, oder was? Da hinten. So. Sehr gut. Dann laufen wir mal wieder zurück. Gibt's hier noch was? Na. Hier ist noch Kalkstein. Okay, den lassen wir jetzt erstmal. Ich will jetzt erstmal auf jeden Fall was bauen hier. Diese Geräusche, ey, die machen mich fertig. Ich bin auch so ein Schisser. Ich könnte auch nie irgendwie so ein Horrorspiel spielen. Boah, da würde ich komplett durchdrehen. Könnte ich gar nicht. Absolut nicht. Da würde ich echt Angst haben, weiterzulaufen. Würde ich ausmachen. Irgendwie so in so dunklen Gängen mit vielen Türen und so eine Scheiße immer. Könnte ich nicht, sowas zu spielen. Da wäre ich völlig fertig. So, hier wollten wir bauen, ne? Das sieht doch so hungry. Einigermaßen gut aus. Ey, wieso ist er denn schon wieder hungrig? So, hau dir mal was rein hier. Zack. 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 So, sehr gut. Also, jetzt müssen wir nochmal schauen. Werkbank, 20 Holz. Ah, brauche ich ja gar nicht reinpacken. So, dann stellen wir mal schnell eine Werkbank. Ich habe aber keinen Platz. Müssen wir mal schnell was rausschmeißen hier. Was schmeißen wir denn raus? Brauche ich alles, oder? Ich glaube, ich schmeiß mal den Kackspeer raus. Den brauche ich erstmal nicht. Bogen reicht erstmal, glaube ich. Und so einen Speer kann man noch schnell nachmachen. Obwohl, den können wir auch gleich... Oder können wir den wieder einsammeln eigentlich? Ja, der liegt ja da. Wir setzen ja jetzt eh die Werkbank. Aber die setzen wir natürlich irgendwo anders. Nicht da, wo wir bauen wollen, natürlich. Sonst setze ich die einfach mal hier drüben. Geil. Okay. So, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Bauhammer. Genau, dafür brauchen wir Metall. Also müssen wir erstmal schnell einen Dingsbums herstellen, ne? Und zwar ein Lagerfeuer. So. Lager. Oh nee, jetzt haben wir wieder zu wenig Holz, ne? Ich dreh durch. Jetzt müssen wir schon wieder runterlaufen, wegen Kackholz, ey. Scheiße, Mann. Okay, ich geh mal schnell Holz holen. Ah, hier ist gut. Hier ist Holz auf jeden Fall. Da ist noch Kohle. Da ist auch Kohle, das ist gut. Lassen wir jetzt aber erstmal hier. Hier nehmen wir mal Holz mit. Kriegen wir gleich eine ganze Ladung. Jawohl, 61. Sehr gut. Das reicht erstmal, weil wir müssen erstmal nur Eisen schmelzen. Und dann diesen Bauhammer herstellen. Alles andere sollten wir, glaube ich, haben. Hoffe ich zumindest. Sonst müssen wir wieder runterlaufen. So. Also. Bernstein. Nein, was mache ich denn? Ich brauche doch ein Lagerfeuer, Alter. Ich bin komplett fertig. So, Werkzeuge. Lagerfeuer. Holz. Nein. So, nein. Nicht wegschmeißen, Mann. Das ist mir schon fast peinlich, aber nur fast. Weil ich will mir wieder bei der Werkbank das hier in diesen Slots reinpacken, aber brauche ich ja gar nicht, wenn ich das im Inventar crafte. So, erstmal einfuchsen. Stellen wir hier erstmal ein Lagerfeuer hin. Dann brauchen wir auf jeden Fall Kohle zum Heizen und Eisenerz zum Schmelzen und dann Feuer frei. Das sollte auf jeden Fall klappen. Er zeigt Temperatur noch an. Okay. Ah, ist aber falsch hier, was ich mache. So muss das natürlich. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich will gerade, ob wir gleich noch eins herstellen. Aber wir haben eh nicht so viel Eisen. Von daher sollte das erstmal reichen. Wie viel brauchen wir jetzt für einen Bauhammer? 5 oder so, ne? Ja, 5. Genau, und alles andere haben wir eigentlich. Hier, kann man das stacken? Jawohl. So.
So 400 Grad muss er erreichen. Jawohl, jetzt steigt er. 520 Grad, sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder aufpassen, dass wir nicht verbrennen. Und einmal hat er sogar schon, also das geht dann ziemlich schnell. Sehr gut. Dann stellen wir mal gleich einen Bauhammer her. Und dann bauen wir drauf los. So, ist auch nicht so ganz versteckt der Spot. Wenn man jetzt da unten langläuft, glaube ich, sieht man das Haus schon. Aber egal, wir brauchen erstmal eine Unterbleibe. So, 4-mal habe ich schon. 5-mal, sehr gut. So, dann 5-mal das und das und das und der Bernstein. Und dann stellen wir einen Bauhammer her. Sehr, sehr gut. So. Dann schauen wir mal. Fundament. 40 brauchen wir für ein Fundament. Fangen wir erstmal klein an, würde ich sagen. Okay, hier kann man nur so kacke schräg bauen. Ist nicht so cool. Das ist überhaupt gar nicht cool. Das ist doof irgendwie, dass man das nicht frei drehen kann. Weil ich würde gern gerade so in diese Richtung bauen. Ah. Aber vielleicht geht es da unten besser. Schau mal, wie es hier aussieht. Okay, das sieht besser aus, so gerade. Dann würde ich sagen. Fangen wir einfach mal so an hier, würde ich sagen. Zack. Zack. Und so. Das sollte erstmal schon fast reichen für den Anfang. Wir bauen nochmal 2. So. Von der Größe her sollte es auf jeden Fall reichen. Die Werkbank und das Lagerfeuer kann ja erstmal da draußen bleiben. Ja, sehr gut. So, dann müssen wir mal schauen. Was wollte ich schauen? Irgendwas wollte ich schauen. Also 5-mal haben wir noch Beton. Genau, wie stellen wir nochmal Kalkstein? Also hier Beton her, meine ich. Materialien. Beton. Kalkstein und Stein. Okay. Können wir das eigentlich gleich mal machen? Hier ist genug Kalkstein. Und hier fahren wir auch genug. Stellen wir gleich mal ordentlich was her. Wow, das wird da fast kaum weniger. Krass. So. Und so. Sehr gut, dann haben wir erstmal ein bisschen Beton auf jeden Fall. Und dann, ja, dann brauchen wir Metall für Metallwände, ne? Metallwände würde ich schon gern bauen. 20 Metall. Bisschen was kriegen wir auf jeden Fall noch. Ja. Schauen wir mal. Wände. Metall. Diese Größe war zu klein, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Wir müssen hier die großen bauen. Ja, das sieht schon besser aus. Was kosten die? 10. Okay, das geht ja noch gerade so. 10, 10, 10, 10. Dann brauche ich aber erstmal eine Tür. Tür war hier. Brauchen wir denn hier die mittlere, ne? Bauen wir die hier? Jawohl, bauen wir da hin. Und dann Wände. Zack, die großen Wände. Das passt von der Höhe. Keine Ressourcen mehr, sehr geil. Also wir müssen auf jeden Fall noch viel mehr Metall holen. Und ja, dann würde ich sagen, stellen wir auch noch hier drinnen einen Ofen auf und so weiter. Alter, ich komme hier kaum rein. Ich muss hier noch Beton, aber können wir gleich mal machen. Beton habe ich ja. Warte mal, wir schauen mal, wie wir was Cooles hinkriegen. Das nehmen wir mal. So. Genau. Ungültige Platzierungsstelle. Warum? Ist doch grün. Jetzt. Gut, dann haben wir hier so eine Schräge hoch. Dann kann man hier voll easy rein und raus. Ich hatte mich auch mal ein bisschen mit dem Baumenü beschäftigt. Hier kann man eigentlich sehr, sehr coole Sachen bauen. So. Das ist sehr... Ja gut, das passt jetzt gerade nicht so cool. So zum Beispiel. Man kann so halt so schräge Sachen bauen und so weiter. Das ist eigentlich ganz cool. Oder hier so Dreiecke. Was gibt's noch? Ja gut, das ist ja das normale Fundament.
Ist auf jeden Fall ziemlich coole Sachen. Auch hier so coole Fenster und so. Und Torbögen und sowas. Zaun. Hier kann man so kleine Zäune bauen. Was gibt's noch? Treppen. Ah, hier gibt's auch so Schrägen. Oder was? Ja. Gibt's da natürlich auch in groß. Kann man eine schöne Rampe bauen. Dann gibt's hier noch richtige Treppen. Was gibt's noch Schönes? Dächer natürlich und so weiter und so fort. Damit werden wir uns aber auf jeden Fall noch beschäftigen. Was gibt's hier noch? Okay, das ist nichts für hier. Ist wahrscheinlich Dach oder so. Denke ich mal. Ah ja, ich glaube, das war das Dach. Ah ja, genau, hier kann man oben ransetzen. Sehr cool, werden wir auf jeden Fall eine coole Hütte bauen. Dann werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal Metall sammeln noch auf jeden Fall. Und noch mehr Lagerfeuer bauen, damit wir schneller Metall kriegen. Oder halt gleich so einen Ofen, müssen wir mal schauen. Ja, und dann müssen wir Metall herstellen, damit wir erstmal hier Wände rumkriegen. Und einigermaßen safe sind. Und dann, ja, mal gucken, was dann noch für Abenteuer auf uns warten. Dann, die Sonne geht gerade auf. Und damit sage ich, hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.